Hallihallo, Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Live in the Woods mit dem Darky Priest. Hallo. Und meiner Wenigkeit, dem Knusperkopf, der erstmal seine Katze vom Schreibtisch schubsen musste. Ja, die hat vorhin die Maus bedient in der Kopfpause. Echt jetzt? Ja, ja. Dein Kopf hat sich immer bewegt. Ah, toll. So, wir haben hier ein, wir haben Nacht. Hast du dein Bett mit? Ja. Ja. Nee, halt, es steht bei Mutti. Bei Mutti drüben. Doof. Ja, egal. Wollt den gerade mal hier Knochenmehl draufballern. Hm? Aber im Dunkeln ist doof. Aber guck mal, es wird gerade hell. Oh. Ach, es ist Sonnenaufgang. Oh, das ist ja auch schön. Komm. Doom! Sunrise. I only have my sunrise. It's so magic and beautiful to us. Mach mal da drauf. Hui. Huh. Und das ist so ein Ding. Hä? Ein Dildo. Interessant. Und das war ein Baum. Ein anderer. Mann. Läuft bei uns. Wie mega hoch. Schau dir den Scheiß an, wie hoch. Sieht aber gar nicht so uncool aus. Ich mag das Blattwerk irgendwie. Nee, ich habe jetzt bloß keine Sichel mit bei. Du müsstest die Blätter abbauen und dann baue hier mal ein paar. Das finde ich irgendwie schön. Ja, nee, hier würde ich die nie bauen. Obwohl, ja, dann kannst du unten wieder in die Kiste reinpacken. Ja, wir können den ja erstmal stehen lassen. Müssen wir mal mit der Sichel abbauen mal irgendwann. Ja, ich habe keine Sichel bei. Schön. Ich mag die Blätter, die sehen cool aus. Die gefallen ja, mir. Ja, irgendwie, die sind auch wirklich nicht hässlich. Schön. Mal, da steht ein Pferd auf dem Flur. Gesundheit. Dankeschön. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Und ich räume jetzt Scheiße hin und her. Nein, ich räume meine Pflanzen. Ich räume jetzt Pflanzen hin und her. Man. Boah, ist das weit weg. Man sieht ja noch gar nichts. Aber ich habe auch noch nichts gemacht bis eine Plattform. Aber jetzt habe ich so 2-3 Sachen dabei. Was sind jetzt, ich glaube, 6 komplette Stacks mit Carpenterblöcken. Sollte reichen. Oh, läuft bei dir. Hm? Kriegst du hin. Rückwärts im vierten Gang Berg runter, aber es läuft. Na klar. Wie auch sonst. Ja, du. So. Machen wir hier, machen wir die ganzen... Hast du denn schon den Timo mit dem Finger penetriert? Ja, hat er. Hä? Das klingt jetzt irgendwie falsch, ne? Nein, Quatsch. Kommst du denn darauf? Verstehe ich jetzt gar nicht. Langjährige Penetrationserfahrung. Ja, okay. Das klingt jetzt noch mehr falsch irgendwie. Na, Quatsch. Komm ich auch nicht mehr raus. Nee, kommst du auch nicht. Also, was? Das klingt doch falsch. Egal. Egal. Ich bin am Blümchen sortieren. Theoretisch könnte ich die sogar nach Farben sortieren. Aber ja, macht du dat, hast aber das macht nicht Sinn. Zu tun, ne? Boah, aber macht das Sinn, ist die Frage. Knochenmehl in der Hand. Mann. Hatte ich. Ja. Muss mal kurz hier ausräumen jetzt. Einen Fisch in der Hand? Wo habe ich denn einen Fisch her? Die liegen manchmal unter Wasser rum. Läuft bei denen? Kann man die essen? Na, roh würde ich sie nie empfehlen, aber an sich ja. Warte mal, Sushi! Ja, kann man. Okay. Und wiederum sind wir sicher, es läuft. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich jetzt gerade hier rumsortieren muss. Obwohl das eigentlich nie wirklich anspruchsvoll ist gerade. Aber alles, was ich mache, ist für mich anspruchsvoll. So. Okay. Alter, ey. So viel gab es. So, und wieder nach oben. So. Oh, jetzt sind ja, da haben wir dann hier nämlich gewachsen, Mensch.
Hör doch mal auf mit deinen blöden Blättern, du! Okay, der war doof. Egal. Toll. Mehr passt nicht rein. Hä? Wieso war da vorher mehr drinne? Verstehe ich jetzt auch nicht. Egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Hast du Probleme? Ist mir egal. Egal, egal. Ja, jetzt ist aber auch mal wieder gut, ne? Ich mach doch gar nichts. Ich will doch nur spielen. Ja, sehr unspektakulär gerade hier, aber... Ja. Muss ja gemacht werden. Muss nicht. Darf. Nee, muss. Sehe ich jetzt nie ein. Okay, also läuft bei dir? Ja, sowieso. Nochmal, das machen wir mal extra hier. Das kommt da hin, dann kommen hier auch die Kürbisse hin. Weil die Kürbisse eigentlich oben hin könnten, nie zu den Pflanzen, sondern eher zum Essen. Kürbis ist ein Essensnahrungsmittel, ey. Essensnahrungsmittel, das ist auch schön. Muss ich mir mal merken. Für was willst du dir das merken? Weiß nicht. Falls du es mal brauchen kannst, meinst du? Ja. Okay, läuft bitte. So wie das hier Spinnenfäden nochmal extra. Egal. Wo war ich stehen geblieben? Ja. La la la. Tomatenpflanzen. Alter, wie kann man nur so viel davon haben? Warum gibt es hier so viele Blumen in dem Spiel? Blumen? Blumen, Mann. Find da eh nie wieder was, irgendwie was, wenn ich mal was suche. Ja, okay, was ich hier vorhabe, ja. Das dauert länger. Das ist nicht schlimm. Also für mich jetzt nicht. Ja, bin auch recht zufrieden mit mir. Alter. Das ist gut, das ist gut. La 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 la. Tja, erzähl mal was. Doch, Jani, du weißt wieder nichts. Ich weiß nicht. Ach Mensch, wie viele Pokémon hast du denn schon gesammelt? Ich? So viele nicht, weil bei mir in der Werkstatt habe ich gar keinen Kontakt und... ja, ist irgendwie scheiße. Nee, ernsthaft, also ich habe bei uns, Werkstatt ist ja Metallbunker, also ich sehe auch, wir haben Stahlbeton um uns rum. Haus vom Zweiten Weltkrieg noch. Und ja, da sieht man gar nichts. Also ich habe auch so keinen Handyempfang dort. Und ja, mein Problem ist, dass ich eigentlich nur diesen komischen Warten auf GPS-Anzeige habe gerade. Immer wenn ich suche. Ja, das ist natürlich ungünstig. Aber ich kann während der Arbeit ja auch nicht gucken, also. Wieso? Von daher. Ich gehe bestimmt am Wochenende mal wieder eine Runde. Also wenn ihr euch jetzt fragt, über was wir reden, ne, Pokémon Go, und wir spielen das einfach nur, weil wir es irgendwie lustig finden, nie weil wir jetzt übelst vernarrt sind oder zu dem Hype dazugehören wollen oder, sondern einfach weil bei mir zum Beispiel ja, das mit Kindheitserinnerungen zusammenhängt. Ja, beim Darky ist einfach, beim Darky ist einfach Mitläufer, das ist erstmal, aber bei mir ist es halt Kind. Nein, Quatsch. Bei mir ist es halt wirklich Kindheitserinnerung. Also nee, ich habe. Nee, passt auch. Und ganz ehrlich, wenn wir den Hype wirklich mitmachen würden, würden wir es. Dann wäre ich der Allerbeste, Mann. Du kannst der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Da-da-dam! Ba-bam. Jetzt hast du es. Ja, mindestens. So, nee, also. Wir haben ein bisschen, wir haben Spaß dran. Ich bin auch dadurch ein bisschen mehr draußen, was auch nie so verkehrt ist, muss ich sagen. Ja, er hat jetzt irgendwie, der letzte hat er mich in WhatsApp gefragt, was ist denn das komische Braune auf meiner Haut? Ja, das ist Farbe. Nein, so schlimm ist es nicht.
Ich hab ja Pilze, mach mal weiter so und du kriegst welche von mir. Yeah. Du bist aber auch ein bisschen kratzi, ne? Naja, kratzi. Ich bin ein bisschen kratzi. Ich hab ja Seerosen in verschiedenen Farben. Das ist aber schön. Ja. Tokaror. Was stimmt denn mit dir jetzt nicht? Wieso mit mir? Zuckerrohr her. Das hier habe ich gar nicht gesagt. Hast du wohl. Hat er nicht. Hat er wohl. Gar nicht. Wasabi, Mann. Wasabi oder Wasabi nicht? Ja, Wasabi. Wasabi. Nix zu verlieren. Also ich muss sagen, also kann ich, wenn ich Minen gehe, wäre das noch spannender, wie die Blumen hier einzusortieren. Aber es ist das Problem, das ist ja das Problem bei Minecraft. Du musst halt manchmal Sachen machen, die nicht so schön sind. Oh. Oh. Also ist mal interessant zu sehen, wie viele verschiedene Blumen man haben kann, aber. Ja. Schick sie Gronkh, der findet sie cool. Ja, ich finde ja auch nicht, ich finde sie auch nicht schlecht, so ist es ja nicht jetzt, aber ist halt ein wenig übertrieben, fast schon. Also wenn man sie alle halt auch einsortieren will, dann, ne? So, davon haben wir natürlich mehr hier drinnen, ja, ich verstehe. Ach, läuft nee. Bei uns. Ja, wir haben es halt, ne? Wir haben es dicke. Dicke mit Blumen haben wir es ja. Mit YouTube Money und so, weißt du, da läuft halt wirklich was. Ja. Bau. Ganz ehrlich, du weißt ja gar nicht mehr, wohin mit der Kohle. Kohle. Bodengarten. Rosengarten. Bodengarten. Was? Garten. Ich tu gerade die Gartendinger einsortieren hier. Weil die haben wir ja auch. Kräutergarten. Kaktusen. Blöde Frau. Eine blöde Frau ist auch so. Ja, ist eine Kaktus. Bitte kommt da rein und bitte kommt da rein. Da ist noch ein. Ich komme hier nicht mehr weg. Da ist noch mal Kaktus. Da ist noch mal Kaktus. Da ist dann ein Desert Garden. Da ist noch ein Bärengarten. Ein Tropischer Garten. Algen. Rote Betesaat, was macht denn das bei den Pflanzen drin? So ein die Quatsch. Veranlagung in den Weltraum zu fliegen. Ein kleiner Algen. Kleiner Kaktus. Das ist die jüngere Form von, ach egal. Ja, ja, läuft bitte. wie machen wir das mit den Apfelsetzlingen, Birnen und so? Die können wir jetzt hier allerdings einsortieren. Das wäre jetzt cool. Das könnte man machen. Da könnte man immer diese, weißt du, zum Beispiel jetzt Apfelsetzling und daneben machst du die Äpfel. Und dann machst du Pfirsichsetzling und daneben die Pfirsiche. Ja, eigentlich das könnte man das bei so Dreier rein, ne? Verarbeiten? Ja, gut. Dreier rein ist blöd, aber wenigstens Zweier rein, ja. Ja, das könnte man aber hier oben dann ja jetzt machen, weil die ganzen Pflanzen ja jetzt raus sind. Kakao, Schönfrüchte. Ach so, das sind die schönen Früchte, ja. So, wo geht's denn hier weiter mit Pflanzen? Da. Lalala. So, das müssen wir noch eins beimachen. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte die grüne Farbe nicht rausnehmen. Junge. So, drei hab ich noch Platz. So. Und du hast dir was gewünscht, ne? Zu Anfang, also wo wir noch gequatscht hatten am Anfang, vor heute Aufnahmesession hatten wir gequatscht und da hast dir was gewünscht. Was denn? Ein Regal. Ach stimmt, ja genau. Und zwar, dass wir im Prinzip so eine Timo und Timo sag ich schon, so eine Darky und oh, ich, ist, der Affe nennt sich immer zuerst, ne? Wisst was aber eigentlich cooler wäre, fällt mir da gerade auf. Hm? Wenn wir so das. Rüstungskammern. Nee. Schön, wie du mich immer ausreden. Ja, ist ja gut, warte mal, jetzt habe ich gerade. Was ist denn das jetzt hier?
Bahnenblume? Schwanen. Das, okay, war jetzt merkwürdig. Was ich cooler finden würde, oder was mir persönlich wahrscheinlich auch besser gefallen würde, wäre, wenn wir das jeweils im eigenen Haus hätten. Dann hätten wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Eigentlich. Weil dann kann sich das so jeder so einrichten, wie er Bock hat. Ja, stimmt auch wieder. Weil ich wüsste jetzt im Lagerhaus, ehrlich gesagt, nie wohin. Nicht wo. Das ist es nämlich gerade. Wo deswegen es nicht scheiße aussieht, sagen wir mal so. Ja, genau. Es passt halt im Lagerhaus irgendwie nicht so richtig rein. Alter, wie viele Blumen kann's denn geben, verdammt? Aber ich hab's glaube ich gleich. Was ist denn das? Ja, nee, klar. Irgendeine Jungfernrebe oder von mir aus. Nee, das war was anderes. So, was ist denn das hier? Orangene Wolle ist es nie. Baumwollsamen. Ist da, haben wir uns auch noch nicht drum gekümmert, ne? Um Wolle. Dieses. Nein. Klar haben wir Baumwolle. Okay. Klar. Ein ganzes Feld. Nee, aber darum gekümmert, dass wir mal ein Häusel haben am Feld, wo wir die ganzen Seeds lagern können. Stimmt. Weißt du? Was wir eigentlich mal machen wollten. Alter, wenn du hier eine bestimmte Blume suchst, ne, das findest du nie. Das glaube ich dir ungefähr. Das kann ich dir versichern. Da weißt du Bescheid, Alter. Das glaube ich dir aber ungesehen, sag ich dir. Ja. Das müsste auch sein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. So, das muss wieder weg. Ei. Aber jetzt haben wir jetzt für die Blumen genug Platz. Das ist mir sehr wohl. Man kann die dann irgendwann immer noch mal umsortieren, so ein bisschen, weil es gibt ja welche, die sehen relativ gleich aus. Und so. Aber, naja. Ich glaube, dazu wird es nie kommen. Also zumindest wäre ich die Lust dazu nicht haben. Ja gut, das ist aber auch echt nervig, ne? Alter, das sieht so krass aus irgendwie. Nee. So habe ich jetzt die ganze Folge irgendwie rumsortiert. Das ist so geil. So ist die Folge schon wieder vorbei. Naja, lange ist er nicht mehr, sagen wir es mal so. Aber ich habe jetzt alle Blümchen nach unten katapultiert gleich. Läuft bei dir. Und wir haben einen fliegenden, einen fliegenden Verzauberungstisch. Das ist auch mal was Schönes. Hat nie jeder. Nee, muss man mal so sagen. Nee, das musst du jetzt wirklich sagen. Also. Ein Pfeilchen, willst du eins ins Gesicht? Hey, Mann, willst du mich jetzt schlagen? Schlag ihn. Muschelblume, Alter. Was, Muschelblume? Meine Blume. Ich tu mal neben die Muschelblume den Feuerbusch, ja? Ist das okay? Ach, nee. Neben die Muschelblume den Feuerbusch. Klar. So. Warte mal, weißt du, was ich jetzt daraus mache? Wenn die mir so im Inventar auf den Keks gehen, dann tue ich die mal einfach in grünen Farbstoff umwandeln. So. Hast jetzt den Salat, sag ich dir. Huch. So, was ist denn das? Brombeersaft. Warum? Wer zum Teufel hat Brombeersaft? Wozu haben wir Brombeersaft? Wer hat denn den Scheiß gemacht? Bestimmt der Pedobär. Wieder irgendwo reingeschmissen, fertig ist der Lack. Mann! Dieser Pedo. Das war ich, das weiß ich, das. Keine Ahnung, rohes Hähnchen. Also Saft habe ich noch keinen gemacht. Nee, ich ja eben auch nie, deswegen. Hier ist auch nochmal Blumen. Alter, hör doch mal auf mit den scheiß Blumen. Da ist auch noch eine Blume. Die haben sich überall reinkatapultiert. Wieso?
Himbeerrote Hundsrute. Oh, die klingt so geil. Die muss ich gleich mal hier draußen vor's Lager holen. Himbeerrote Hundsrute. Alter. Geil. Läuft bei dir aber schon richtig steil, ne? Naja, so. Ich habe mal 3 gepflanzt davon. Ich will ja nicht alle verbraten. So. Einfach mal aus Jux und Dollerei. Einfach mal jetzt. Himbeerrote. Ja, ja. Genau. Läuft bei ihm. So, da kann ich gleich mal kurz was anderes machen. Warte mal, warte mal, warte mal. Du weißt Na, ich mach das jetzt mal mit den Apfelsetzlingen und so. Dachte ich mir jetzt so gleich da. Wisse und so. Hm, läuft. So, huch. Da wäre hier ein Birnensetzling. Aber wir haben natürlich keine Birnen. Wir müssen die einfach mal auch hinstellen. Wir haben jetzt mal Birnen. Sind das die richtigen? Herzhaft leichte Mahlzeit? Ich glaube nicht. Nee. Das sind die falschen Birnen. Aber wir haben einen Birnenbaum. Den könnte man mal irgendwo hinsetzen. Birnenwie heißt das? Boah, Katze. Was? Birnenwie heißt das nochmal? Birnen? Was wie? Hä? Ich verstehe gerade nicht, was Birnen du von mir willst. Baum. Oh. Ich bin angeschissen worden, weil ich gesagt habe Birnbaum. Da heißt geheißen Birnböhm. Nicht klar ist das Birnböhm. Ist ja nie, wo du lebst. Pekanut! Hey, ab Herr in den Simone. Süden. Ach, Aloe Vera kostet auch noch. Aloe Vera. Ulu Vera. Ah, hier sind... Ach nee, das sind die falschen. Was sind das da hier für... Früchte. Ach toll, die Pfirsiche, die gehen auch nie. Okay. Gut zu wissen. Gürschen, aber die Gürschen. Saugürschen, Mann. Nicht, dass uns der T-Rex die Saugürschen fortfrisst, Mann. Wie kämpft der T-Rex? Anders. So, und wir müssen halt jeweils mal einen Setzling davon machen, theoretisch. Wenigstens, dass wir das mal so geklärt haben, weißt? Mhm. Da kann man nämlich hier die vordere Front dann noch erweitern mit Essen, weil ich glaube, dass unser Essensdings hier nicht ausreichen wird. Wir haben noch Bienenkönigin 2 Stück, daraus müssen wir auch mal eigentlich was machen. Na, Honig produzieren zum Beispiel. Ist auch dort gleich gar nicht mehr. Haben wir Dschungelsetzling? Haben wir nicht, ne? So wirklich. Ja, ne? Dschungelsetzlinge müssten wir haben, aber nicht sortiert. Na und nicht wirklich viele. Nee. Die wollen, die meisten wollen hier echt Dschungelsetzling haben, ne? Okay, das geht. Kastanie. Das müsste auch gehen. Warum fallen die blöden Arschlöcher immer noch runter? Papaya. Papaya will auch Dschungelsetzling. Was will eine Zitrone? Auch Dschungelsetzling. Das ist doch ungeil. Und Pfefferkorn will auch Dschungelsetzling. Das wird echt kritisch, ne? Das wird echt doof. 4 Stück kann ich jetzt machen. Ich mach mal, wo wollen wir mal so Obstbäume hinsetzen, so testweise. Sodass die wenigstens mal ein paar Früchte tragen können und so. Und ja, eigentlich ist es ja eine Plantage, die gehört ja eigentlich rüber an die Felder, ne? Ja, wisst wie groß aber die Plantage wird. Ich hätte halt von jedem Baum in oder so gesetzt, irgendwie so, dass wir wenigstens von allem mal was haben oder so. Und vermehren können, wenn wir wollen, ne? Genau. Ja gut, hast du wohl wahr, ne? So. Muskat. Ja, aber das will ich da unten machen, da macht er einfach. Avocado, Kastanie. Was, wo ist denn jetzt die Kastanie? Da war Kastanie.
Musegate und da ist die Giersch. Mutschkatzen. Ja, man könnte die eigentlich irgendwie am Weg lang, aber ich wüsste halt jetzt nie wie. Halt irgendwie einfach wahllos irgendwo die Bäume so ein bisschen verteilen, das wäre eigentlich gut. Ja. Obwohl, vor unser Dings, da wo wir oben den großen Baum gesetzt haben, kannst du so ein bisschen so einen Apfelhain machen. Ja, ne, auch mir so viele Äpfel ist da die Frage, ne? Also ich meine so Fruchthain. Nennen wir es kategorisch Fruchthain. Also ich würde gerne bei mir oben, also wenn ich das Haus ja oben auf dem Berg baue, da auf der Spitze sozusagen. Ah, hast dich damit angefreundet, das finde ich ja, schön. Ja, du zwingst mich ja förmlich dazu. Du hast dich nur nicht getraut. Dann würde ich mir dort nämlich einen Kirschbaum hinsetzen statt dem Apfelbaum. Ich will bloß einen Kirschbaum. Ich mag Kirschen. Deswegen. Weiß? Naja, alles gut. Du, ganz ehrlich, eigene Häuser sind ja, kann man machen, wie man will, ne? Und da würde ich jetzt mal, da würde ich zum Beispiel den Kirschbaum sagen, dass ich den oben hinsetze. So, da hätten wir einen Kirschbaum. Das reicht doch eigentlich. Oder nicht? Ja, ja. Also theoretisch, also weiß ich nie, brauchen wir mehr, ist die Frage. Wofür ist die Frage? Naja, genau, das ist es nämlich. Weil eigentlich brauchen wir gar keine Früchte. Wenn dann vielleicht für Smoothies oder so. Ja, ist halt so ein bisschen... Nee. Och, nicht schon wieder. Ey, ich kann mich... Du siehst doch diese Blubberdinger da vor deiner Nase eigentlich ja. Auch immer, mein Lieber. Aber schön, und dass du, und vor allem, Bett. Und vor allem wirst du langsamer und alles. Das habe ich nicht gemerkt, ich war so konzentriert. Baust schneller ab. Langsamer ab, Entschuldigung. Wie kann ich alles rübernehmen? Ach ja, einfach Shift drücken. Ja, läuft bei mir. Stich. Schön ist, langsam, ich hab mich ein Gesetz gehabt. Langsam ein bisschen Erfahrung damit, ja? Jojo. Obwohl, ich glaube, du bist öfters gestorben wie ich. Das kann möglich sein, muss aber nicht. Aber den kann man immer noch nicht abbauen, diesen doofen Arsch. Wie redest denn du mit mir? Nein. Nein. So direkt wollte ich es jetzt nicht sagen. Siehst du, hast du die Blume gesagt? Haben wir ja genug, weißt du? Blume hier, T-Shirt, Sapling, was auch immer. Rainbow Eukalyptus. Nein, ich wollte... Was ist denn das hier? Das ist ja komisch. Müssen wir glatt mal was dran ändern. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Dann war es nicht wichtig. Genau. Genau. Es ist wie wenn einer anruft und ihn nochmal anruft, dann war es nicht wichtig. Richtig. So. Richtig. Dann ist es mir nämlich auch wurscht. So. So, den muss ich nochmal wegmachen hier. Den werde ich irgendwann nochmal neu setzen. Warum ist denn hier ein Baum? Der hat hier gar nichts zu suchen. Eigentlich, ne? Eigentlich müssen wir die Folge jetzt mal beenden, fällt mir gerade so auf. Echt jetzt? Naja, nur wir sind bei 27 Minuten. Bitte nicht solche Sachen sagen. Scheiße. Bin mittendrin. Egal. Ja, ich weiß, das ist auch... Also gut, da würde ich sagen, bye bye, meine lieben Freunde. Und danke fürs Zusehen. Und hier sieht es aus, wie als ob eine Granode eingeschlagen hat. Aber es wird noch besser, glaubt mir. Und deswegen sage ich, danke fürs Zusehen und bis zur neuen Folge von Let's Play Minecraft Life in the Woods mit dem Knusperkopf. Ja. Dem meiner einer Darky Priest. Ich will mich nicht so gut ankündigen. Das finde ich blöd. Nee, das will ich auch immer nie. Aber ja, eben, genau. Ich wäre ja immer gezwungen. Und geschlagen. Ja. Denk an den Schlagen oder ich hol den Gürtel. Ja. Also, bye bye, meine Freunde. Tschüssen. Tschüss.